Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und ich bin wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Mythic Plus Kisten-Opening basteln. Und zwar habe ich letzte Woche wieder einen Key durchgegimpelt mit einer Random-Gruppe. 16er Kronsteig waren wir da unterwegs. Und ja, haben auch ein bisschen durch Wände gepult, kann ich mich so ja, leicht noch erinnern. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir da in der Kiste drin haben. Ich stelle jetzt mal den Loot um. Und zwar auf Wildheit, weil ich spekuliere ja auf so ein ganz nettes DD-Trinket oder auf ein krasses Corruption-Item. So, Zwielicht zur Verwüstung, Rang 3 wäre mal ganz schön. Oder ein Echoing Void. Bitte lass es nicht wieder so ein Kack sein. Okay, was habe ich da drin? Ich habe ein Zwielicht zur Verwüstung. Eins bekommen. Okay, das ist aber gar nicht so schlecht. Das ist, ich habe vorher an auch ein Zwielichtsverwüstung 1, aber jetzt habe ich es auf einem 475er Item drauf. Es ist jetzt, also ich sag mal so, es ist jetzt nicht das, wo ich sage, hey, es ist ein Rang 3, ich bin überglücklich, aber es ist halt das gleiche, was ich hatte, bloß ein besseres Item-Level. Zwar ein bisschen beschisseneren Stats, aber egal, das Item-Level ist höher, das freut mich doch schon mal. Also das Item kann ich tatsächlich anziehen, ja. Es ist ein Wunder. Es ist ein Item, was ich tatsächlich anziehen kann. Ja, gibt ein bisschen mehr Item-Level-Durchschnitt hier. Minimal zumindest. Und ja, also dafür, dass ich jetzt. Was habe ich jetzt drauf? Jetzt habe ich quasi Crit und Tempo drauf. Vorher hatte ich Tempo Mastery drauf. Das war natürlich von der Konstellation besser. Aber da sind natürlich 10 Item-Level mehr, ein Haufen Agi, die ich mehr drauf habe. Auch Ausdauer, was als Tank tatsächlich relevant ist. Das sind über 100 Ausdauer mehr. Ist natürlich eine ganz nette Sache. Dadurch habe ich nicht nur mehr Life und bin defensiver, sondern natürlich klopft die Zwielichtsverwüstung dann auch ein bisschen mehr rein. Und ja, ich freue mich tatsächlich ein bisschen über das Item. Das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt kriege ich zumindest eins von diesen Low 460er Items mal weg. Jetzt bin ich gerade überlegen, das kann ich jetzt eigentlich. Obwohl, naja, doch, ich mache es klein. Ich brauche es eigentlich nicht. Das andere wird sicher nicht besser sein. Das verkaufen wir jetzt beim Händler, dass wir wieder mal so ein Item los sind. Ich habe nämlich hier im Inventar schon wieder einige. Und auf der Bank, seht ihr, ich habe so viele Corruption-Items jetzt hier gebunkert für alle möglichen Sachen, dass mir bald der Platz ausgeht, wenn ich so weitermache. Okay, ja, das war doch jetzt freudig. Jetzt habe ich nur noch ein paar Low-Items an, die ich halt anziehen muss. Unter anderem hier die Handgelenke, weil die auch einen relativ netten Effekt drauf haben. Und ja, sowas. Gut, okay. Dann sind wir damit tatsächlich auch schon durch. Mich würde interessieren, was ihr die Woche so drin hattet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.